Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Oh. Okay, ich hab das Timing falsch abgepasst. Was? Ein Kampf deswegen direkt? Was? Hi, du bist aber ein schönes Viech. Windflügel. Du siehst wunderschön aus, aber leider müssen wir dich töten. Und zum Glück hast du auch nichts drauf. Der Wind wird niemals lange genug stillstehen, dass ich vorbei kann. Glaube ich nicht. Oder doch, ich habe das Timing vielleicht richtig abgepasst. Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Oh. Die bringen sich ja alle selber um, die sterben alle. Ach du Scheiße, Leute. Mach doch keinen Scheiß. Ich meine, okay, Sephiroth will eh nur das Leben von denen. Von daher ist es eigentlich wahrscheinlich scheißegal, wirklich, ob die Selbstmord begehen oder nicht. Kleiner rosa Drache, stirb. Oberteil? Was? Was hat er mir meine Kleidung geklaut oder was? Eisenmut. Eisenort, keine Ahnung. Das klang irgendwie ein bisschen pervers, dass er mein Oberteil sich greifen wollte oder was auch immer. Aber okay. Hey Leute. Oje. Oh yeah. Kaiserfaust. Oje. Oh yeah. Was seid ihr denn? Batterien? Skulptur. Oh, schöne schöne Skulptur. Muss ich direkt an Helge Schneider denken. Oh. Skulptur kaputt, Skulptur kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt. Na? Ja, auch tot. Okay. Hey Junge. Bleibt weg von Sephiroth, das tut euch doch nicht gut. Er ist zwar super sexy, das weiß ich auch, aber trotzdem. Wer seid ihr denn? Gremlin tatsächlich! Gremlin ist deine Monster. Ja, so siehst du auch aus. Stirb. Okay, jetzt kannst du nichts. Okay, was machst du jetzt? Böse Zunge. Das klingt irgendwie... Was zur Hölle? Oh, das hab ich gemisst. Das finde ich gut. Oh je. Ach du Scheiße. Nicht doch. Lass das. Ba-da-da-ba-da. Schrumpfer. Nochmal so eine Windwelle? Oder ist das hier jetzt eher der Lebensstrom? Na, es ist wirklich wieder so ein Windgedöns. Es kommt wirklich immer ein Kampf, wenn man es verkackt. Okay. Ist okay. Kriegen wir hin. Immer diese schönen Viecher. Oh ja, kann ich das lernen? Sah irgendwie leider nicht danach aus. Schade. Aber egal. Komm. Wir können genug. Was? Wie kann das denn jetzt sein? Ich dachte, wir müssen nur auf den grünen Wind achten oder müssen wir genau eher da durch? Wahrscheinlich. Wenn das eine nicht geht, muss das andere gehen dementsprechend. Würde auch Sinn machen, wenn ich daran denke, was eigentlich noch kommen müsste rein theoretisch. Weißer Wind? Der hat sich geheilt. Hey du Sau, sollst du dich nicht heilen, du sollst sterben. Stirb! Geht doch.
Oje, oje, aber bin ich nicht eben schon gegen das Grüne gerannt? Was? Oder muss ich immer kurz stehen bleiben? Wahrscheinlich. Ach, ich muss dann stehen bleiben. Okay, ich verstehe. Ach, Mensch. Oder? Ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Ach Mann, nerv mich nicht. Quatsch mich nicht so blöd von der Seite an und stirb einfach. Das grüne Zeug verwirrt mich halt total darin in dem Wind. Bei dem anderen war es klar zu erkennen, wenn man vorbeirennen musste. Aber hier? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Was? Was? Ich glaube, wir müssen echt stehen bleiben, wenn das grüne Zeug kommt. Lol. Aber es ist doch kein Wind direkt, es ist doch einfach nur der Lebensstrom, die Energie davon. Okay, Barrett, du musst dich auch leider nochmal heilen, mein Freund. Nein, ich... Oh, scheiße. Ah. Was soll denn das? Ist ja auch immer ein Kampf danach kommt. Das ist nervig, Leute. Stirb doch einfach. Zum Glück machen die ja nicht viel, aber trotzdem, es nervt. Lass den schönen Silberflügel-Typ hier doch mal weg. Jetzt ist starker Wind. Ich muss wirklich darauf achten, wann der Wind weggeht, weil sonst kommt auch das Grüne immer viel schneller. Ja, komm, 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 komm. Ja, endlich. Gott sei Dank. Da ist er ja. Das ist das Ende für euch alle. Alter. Sephiroth. Das ist das Ende. Du hast recht. Mein Körper hat seine Aufgabe beendet. Was? Er ist verschwunden. Er kann immer noch in der Nähe sein. Unser Ziel ist es, die schwarze Materie zu unserem Meister zu bringen. Was? Unser... Er ist entkommen? Gut, dass ich da vorne wieder speichern kann. Das gefällt mir sehr gut. Der, der Genovas Zellen trägt. Meister. Natürlich. Sephiroth. Hey, hey, hey. Scheiße, nee. Och nee. War klar, dass jetzt wieder so ein Genova-Teil kommt. Okay, direkt Beschwörung. Hier. Direkt mal Ultra-Angriff. Normaler Bahamut gleich hinterher.
Das sieht mächtig aus. Krass. Alter, das hat gut Schaden gemacht. Okay. Let's go. Wir machen dich sowas von fertig. Das kannst du aber mal glauben, du. Los, Bahamut. Let's go. Dein großer Bruder hat schon eben ganze Arbeit geleistet. Du kannst auch was Tolles tun. Höllenfeuer! Kann ich nochmal? Weiß ich nicht. Obwohl, hier kommen ja klar, Odin. Das zögere ich eigentlich. Oh, das macht nicht so viel. Los! Lanze des Lichts! Oh, oh. Och, das ist ja süß. Alter, was soll denn ständig dieses rote Licht? Naja, macht jetzt nicht so viel. Los! Ich hoffe, der kann sich dadurch erstmal nicht mehr bewegen, wirklich. Leben ist ja nur Dings. Nee, wird sich schon okay. Na, das macht nicht so viel, wirklich. Da sind unsere normalen Angriffe, glaube ich, stärker. Oh je, rotes Licht schon wieder. Barret, Heilung bitte für alle. Aua, das ist nicht gut. Barret, Heilung bitte. Hör doch mal auf mit dem scheiß roten Licht, Mann. Macht ja nicht viel, aber wenn es ständig kommt, dann ist es nicht gut. Sehr gut, endlich Heilung. Alter, wenn so ein Teil von Genova schon so stark ist, wie stark ist dann wohl das ganze Genova-Viech, ne? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Oh oh. Wie viel hast denn du noch, ey? Sag mal an. Wie viel hast du noch? Oh je, jetzt macht er auch noch Schweig. Das ist nicht gut. Ja, okay, bei Tifa. Bei Tifa ist nicht so schlimm. Der war tot. Och, der hat noch so viel. Der hat immer noch die Hälfte seiner HP, ey, Alter. Beschwörung. Schokobo. Nochmal. Schade, Odin kann ich nicht nochmal. Neobaum und natürlich auch nicht. Der macht der normale Angriff wahrscheinlich mehr. Nicht so gut. Oh, nicht gut. Na, warte. Ha! Und kick. Und Meteorlift. Yo, als ob.
endlich. Nice. Nice. Spiegelring. Genovas Zellen. So ist das also. Die Wiedervereinigung. Nicht Sephiroth? Du meinst, es war gar nicht Sephiroth, dem wir auf den Fersen waren? Ich erkläre es später. Im Moment habe ich nur eins im Kopf. Sephiroth zu besiegen. Also waren wir Genova auf den Fersen, was die Form von Sephiroth angenommen hatte? Habe ich das richtig verstanden? Aber Sephiroth ist... Er ist hier. Der echte Sephiroth ist direkt da. Es ist so bos, es ist boshaft und grausam. Aber es setzt eine starke Wille im Innern der Wunde des Planeten frei. Also einen starken Willen, so, im Inneren der Wunde des Planeten frei. Schlüsselobjekt Schwarzmateria. Nice. Die Schwarzmaterie ist wieder unser. Jetzt müssen wir nur noch Sephiroth besiegen. Wir sollten die Schwarzmaterie nicht länger behalten. Warum geben wir sie... jemandem... Warum geben wir sie nicht jemandem zum Aufbewahren? Ja, aber wem? Vincent, dir vertraue ich am meisten. Nimm du die Schwarzmaterie. Wie wär's, wenn du die Schwarzmaterie behältst? Was? Echt? Ich glaube nicht, dass ich... Du willst nicht? Okay. Willst du wirklich nicht? Ich und Schwarzmateria? Das passt einfach nicht. Ja, Yuffie will ich es bestimmt nicht geben. Kann ich es ihr geben? Ich will nichts mit der Schwarzmateria zu tun haben. Was ist mit dir? Nein, nicht die Schwarzmateria. Red? Ach, der kann es geben? Nein. Sei vorsichtig, Cloud. Aber ihm kann ich es geben. Das sind halt so die Leute, denen ich dann wohl am meisten vertraue. Huh? Was ist mit dir? Kann ich sie dir auch geben? Sephiroth, was für ein Irrer. Okay. Okay, dann gebe ich sie doch Red. Anscheinend muss ich sie ihm geben sogar. Habe ich auch nichts gegen. Hier, bitteschön. Ich soll die schwarze Materie an mich nehmen? Okay, ich verstehe. Gib es niemandem. Ich verlasse mich drauf. Sei vorsichtig, Cloud. Ja, habe ich die Schwarzmaterie jetzt weggegeben oder nicht? Anscheinend, ne? Aber wahrscheinlich ist es auch nicht unbedingt hier, ne? Sondern eher hier. Ja, also hier ist es auf jeden Fall nicht drin, ne? Ach, warte mal. Wie wäre es mit einem Zelt mal eben? Kann ich hier aber nicht benutzen. Scheiße. Dann halt nicht. Wieso kann ich hier nicht weiter? Los, suchen wir Sephiroth. Achso, ich muss nochmal mit dir reden. Okay. Wir gehen zuerst. Ihr bleibt hier und haltet Wache. Oh, süß. Was ist mit dir, hm? Ich bewache die schwarze Materie. Egal, was passiert. Ich bleibe hier... Folge du, Sephiroth. Vertrau mir, Cloud. Alles klar. Was willst du denn jetzt noch? Ih, Reiteratem. Okay, was ging ja noch?
MP-Turbo. Nice. Oh Gott. Ich kämpfe doch jetzt nicht wirklich schon gegen Sephiroth. Das kann mir keiner erzählen. Ja? Ja, ich weiß. Dankeschön. Giftring. Ach, nochmal so ein Windgedöns. Diesmal mit Blitz auch noch dabei. Na super. Na gut, aber Leute, wir haben gespeichert. Wir haben wieder mal einen Teil von Genova besiegt und die schwarze Materie zurückerlangt. Das ist schon mal ein großer Sieg für uns. Und, Alter, wie es hier weitergeht, sehen wir dann gemeinsam im nächsten Part. Seid gespannt, ich bin es auf jeden Fall auch. Und ich sagte mal, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.